Herzlich willkommen bei Literaturecho. Wir sind Lydia aus Basel. Und Nina aus Bern. Wir sind begeisterte Leserinnen und wir berichten Ihnen heute in dem dritten und letzten Gespräch über literarische Online-Trends aus der englischsprachigen Welt. Aller guten Dinge sind drei. Wir haben im ersten Teil der Reihe über Buchblogger und Booktube gesprochen. Das sind so verschiedene Plattformen. Im zweiten Teil haben wir dann über die Inhalte gesprochen, nämlich über das sogenannte Unboxing, das Auspacken von Paketen oder auch bestimmte Bookhauls, Ankündigungen, was man wie, wo, wann, warum, in welcher Zeit lesen will und kann und geplant hat. Und heute schauen wir uns sogenannte Challenges genauer an. Das sind, ich möchte es jetzt mal so übersetzen, literarische Wettkämpfe, würde ich jetzt sagen. Man fordert sich selbst dabei heraus und auch andere etwas Spezifisches zu lesen, eine bestimmte Anzahl Bücher zu lesen oder auch mal was ganz Neues, ein neues Genre zu lesen. Also ein breites Feld, was wir da jetzt kurz beackern wollen. Nina, welche Challenge hast du denn selbst gemacht bzw. gelesen? Noch gar nicht so viele, ehrlich gesagt. Also ich habe mich bis jetzt vor allem an solche gewagt, die über längere Zeit andauern, einfach, dass ich nicht so gestresst wird. Jedes Jahr zum Beispiel gibt es den Black History Month im Februar. Das ist natürlich alles sehr amerikanisiert. Dort geht es vor allem über die Aufarbeitung der afroamerikanischen Gesellschaft. Und im Bereich von Booktube macht man dazu einfach, liest man vor allem afroamerikanische Autorinnen und Autoren, einfach auch über spezifische Themen und spezifische Geschichten, die was damit zu tun haben. Oder dann gibt es den Pride Month im Juni, also wo vor allem aus der LGBTQ-Gruppe Bücher gelesen werden. Also von Autoren, die in diese Gruppe gehören oder die über eine Thematik aus der Pride-Kultur schreiben. Genau, und da ist man dann ziemlich frei. Also es geht eigentlich darum, dass man sich auch mit solchen Themen auseinandersetzt, also dass man sich challenged eigentlich, mehr über diese Themen herauszufinden. Letztes Jahr habe ich eine noch längere Challenge gemacht, die aber etwas weniger Aufwand war. Da habe ich einmal im Monat oder einfach mindestens eine Autobiografie pro Monat gelesen. Einfach, dass ich auch mal was Lebensnaheres lese. Genau. Also die Herausforderung an dich selbst, genau. Was sind denn so typische Challenges im Netz? Wir benutzen jetzt dieses englische Wort, weil es im Deutschen da noch nicht wirklich so eine Entsprechung gibt. Wettkampf hat was sehr Kämpferisches. Das finde ich jetzt irgendwie nicht ganz so passend. Bleiben wir also bei Challenges. Was machen bekannte Bloggerinnen oder Buchblogger? Was ist so ganz typisch? Gibt es da Reihen oder wo bekommt man die Inspiration her? Was gibt es da? Also es gibt eigentlich alles, was man sich vorstellen kann, wenn man danach sucht. Also dass man zum Beispiel einen Monat lang nur kurze Bücher liest, also unter 200 Seiten oder nur besonders lange Bücher, also über 1000 Seiten. Dass man Serien fertig liest, die man angefangen hat oder einfach weiterliest, soweit wie sie halt schon erschienen sind. Ich habe über Wochenende gerade ein Video geschaut, wo jemand einen Monat lang Bücher gelesen hat, die speziell zu ihrem Sternzeichen empfohlen wurden. Wie man genau auf diese Empfehlungen kommt, das ist mir ein Rätsel, aber es ist einfach so ein Beispiel für eine Challenge, die sich jemand gesetzt hat. Da ist der Kreativität kein Ende gesetzt. Genau. Da kann man wirklich sich wie selber die Pflöcke in den Raum schlagen, in den literarischen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das so eine gewisse Motivation ist, sich auch zu vergleichen oder sich was vorzunehmen, so einen kleinen Wettkampf literarisch zu veranstalten.
Doch auf der anderen Seite ist Lesen für mich auch Muße, Inspiration, Entspannung. Und wenn man dann so sagt, okay, ich muss jetzt pro Monat eine Autobiografie lesen zum Beispiel, kommen diese Wirkungen wie Muße, Inspiration, Entspannung dann nicht zu kurz? Also das kommt auf jeden Fall vor. Es ist ja auch ganz unterschiedlich, wie viel Zeit man ins Lesen investieren kann, will oder mag. Also je nachdem, wie man halt auch arbeitet und sonst Verpflichtungen hat, ist das ja ganz normal, dass man weniger oder mehr Zeit fürs Lesen zur Seite legt. Und in der, ich nenne es mal Community, also auf verschiedenen Kanälen von solchen Buchbloggerinnen, war es lange Zeit eine sehr intensive Diskussion, weil viel zu lesen bedeutet ja nicht, dass man gut liest, wenn man das so formulieren kann, also dass man viel daraus nehmen kann oder viel davon hat, wenn man viel liest. Es soll ja wirklich auch eine Bereicherung sein und Qualität ist da nicht dasselbe wie Quantität. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es für viele Personen auch einschüchternd ist, wenn sie dann sehen, dass jemand in einem Monat irgendwie 20 Bücher gelesen hat und dann noch eine Vollzeitstelle nebenbei hat. Und ich denke, also auch in der Diskussion war häufig ein Punkt, dass man auch Kontext braucht in diesen Situationen. Also, dass man auch in eine gewisse Perspektive kommt, dass man sich bewusst ist, dass viele dieser Menschen, die eben so viel lesen und sich so an diese Challenges halten, auch davon profitieren und auf eine gewisse Art auch dabei verdienen, also auch einen finanziellen Vorteil haben. Aber zum Glück ist es eine offene Diskussion geworden über die letzten paar Monate und über das letzte Jahr, dass sich die Menschen auch über ihre Privilegien bewusst sind. Also, dass man so viel Zeit zum Lesen hat und sich so viel Zeit zum Lesen nimmt. Und für viele Menschen, die in dieser Community unterwegs sind, haben sie auch viele Vorteile. Also, wenn ihnen Bücher einfach so zugeschickt werden, ist es auch ein kleinerer finanzieller Aufwand im Endeffekt. Ja, diese Bücher wollen ja auch irgendwie besorgt gekauft werden. Nicht alle bekommen die Bücher geschenkt. Wir haben jetzt so sehr kurze Einschnitte bekommen oder Einblicke bekommen über die diversen Reihen, Inhalte und auch mögliche Formate. Es gibt natürlich noch viel mehr. Ich erinnere mich an eine gemeinsame Kaffeepause, die wir vor ein paar Monaten hatten, wo wir ein Video geschaut haben, wo eine Buchtuberin ihr Bücherregal in 13 verschiedenen Art und Weisen eingeräumt hat, also angefangen von sortiert nach Farbe, sortiert nach Genre, sortiert von A bis Z, sortiert nach, also gelesen, ungelesen und das auch tatsächlich jeweils eingeräumt hat, mehrere tausend Bücher wieder ausgeräumt hat, neu einsortiert hat, das ging über Wochen. Das sind so die verschiedenen Formate oder Inhalte, die man sehen kann. Viele von diesen Buchbloggerinnen und Booktubern, eben zum Beispiel auch diese eine, die ihr Regal um- und eingeräumt hat, hat mehrere tausend Klicks und Likes, also zum Teil auch hunderttausende Klicks und Likes. Jetzt mal Hand aufs Herz, du hast eben gesagt, viele verdienen damit ja nicht wirklich Geld. Kann man damit Geld verdienen? Also ist das ein Berufszweig, wenn man so will, Influencer im literarischen Bereich, online zu sein? Ja und nein. Also auf YouTube lässt sich, ich will nicht sagen relativ bald, aber ab 1000 Abonnentinnen und Abonnenten Geld verdienen. Also ab dann, das ist so die Schwelle, die man überschreiten muss, um damit Geld zu machen. Aber ein Großteil der Booktuber, die Inhalte produzieren und Videos hochladen, die werden sicher nicht reich dabei. Also es ist auch nicht viel Geld, das man bekommt. Da muss man wirklich, also mehrere hunderttausend Klicks und mehrere zehntausend Abonnenten haben, bis dann wirklich genügend Geld fließt. Es gibt einige wenige, also vielleicht eine Handvoll Booktuberinnen und Booktuber, die das als Vollzeitjob machen, die wirklich davon leben können. Aber das ist auch in Verbindung mit dem, was du vorher schon erwähnt hast, also dass viele Verlage das Potenzial von
von BookTube eigentlich realisiert haben und dann auch Werbeinhalte und Rezensionen gezielt auf BookTube platzieren in Zusammenarbeit mit den BookTubern. Also da fließt natürlich auch nicht nur Geld über YouTube, sondern auch über die Verlage. Und das kann ich mir vorstellen, dass das ziemlich lukrativ ist, weil es auch ziemlich niederschwellig passiert hat, weil es nicht viel braucht für die Werbung zu machen. Und ja, da einen gewissen finanziellen Vorteil hat man auch dadurch, dass man die Bücher zugeschickt bekommt. Also die muss man dann nicht kaufen. Und auch wenn sie ungefragt kommen, kann ja auch mal was Gutes dabei sein. Aber im Endeffekt denke ich auch, dass vieles mit der Prestige zusammenhängt. Also wenn man in Videos darüber erzählen kann, dass man einfach so Bücher zugeschickt bekommt und immer noch vor dem Erscheinungsdatum die beliebtesten Neuerscheinungen in den Fingern hat, da fühlt man sich sicher auch gut als BookTuber. Also ich glaube, viele machen das auch aus diesem Grund. Nicht um ihnen allen irgendwelche Oberflächlichkeit vorzuwerfen, aber ich denke auch, dass das sicher auch ein Punkt ist, warum dass man das macht, wenn es nicht ums Geld verdienen geht. Ja, das Buch als Statussymbol hat doch was. Doch schön, auch in unserer Zeit. Ich sehe das ganz positiv. Vielen Dank, Nina, jetzt auch für dieses dritte Gespräch und den Einblick in die literarischen Online-Trends der englischsprachigen Welt. Wir haben es am ersten Gespräch schon erwähnt, es kommt langsam auch im deutschsprachigen Raum. Wir laden euch und Sie alle ein, jetzt sofort mal in der Suchmaschine einzugeben, BookTubers auf Englisch mit B-O-O-K, wie das Buch, Book, und dann Tube, wie bei YouTube das Ende, T-U-B-E. Eingeben, Suchmaschine laufen lassen und dann mal schauen, was es im deutschsprachigen Raum gibt. Es gibt es. Schauen Sie da vorbei. Schauen Sie einfach bei Literaturecho online weiter. Schauen Sie auf unserer Webseite vorbei, literaturecho.com. Wir haben dann noch andere Videoformate und Blogartikel für Sie, wenn Sie an der Buchbranche interessiert sind. Wir lüften immer mal wieder die Gardine und schauen hinter die Kulissen, was sich da alles verbirgt. Und wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie uns gerne schreiben. Was wollen Sie noch erklärt bekommen? Was sollen wir Ihnen zeigen? Was möchten Sie genauer wissen? Wir freuen uns auf jede Anregung und bleiben Sie gesund, lesen Sie schön und bleiben Sie uns treu. Wir freuen uns, wenn wir Sie wiedersehen. Einen ganz lieben Gruß aus Basel und einen ganz lieben Gruß nach Bern. Vielen Dank, Nina. Danke dir. Auf bald. Tschüss. Tschüss.